Gut, dann würde ich doch glatt weg, um diese Energie mal mitzunehmen, in die Podiumsdiskussion einzusteigen. Und dazu möchte ich mal erstmal begrüßen Frau Dr. Kemritz. Wenn Sie kurz die Hand heben vielleicht. Nee, die virtuelle Hand müssten wir einmal heben, damit wir Sie dann anpinnen können vorne. Genau, lassen Sie sie kurz oben. Kerstin Jüngling ist bei uns, Geschäftsführerin der Fachstelle für Suchtprävention aus der Schweiz zugeschaltet. Hallo Kerstin, schönen guten Tag. Herr Tabatabai ist dabei, den haben wir schon gesehen. Und Anke Schmidt haben wir heute Morgen auch schon gesehen, auch die ist wieder bei uns. Herzlich willkommen noch einmal, Anke. Heute am Nachmittag auch kurz deine Hand gehoben vielleicht. Und Herr Dr. Thomas Reuter, Suchtbeauftragter der Ärztekammer Berlin, gerade schon angesprochen worden, auch für Sie nochmal ein herzliches Willkommen in der Runde. Wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen technisch das so zu machen, dass die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer inklusive meiner Wenigkeit angepinnt sind. Das heißt, wir werden immer oben zu sehen sein bei Ihnen. Das sehen Sie auch in dieser kleinen Pinnnadel auf unserem Bild, damit wir nicht verschwinden, wenn andere reden. Okay, das ist die technische. Die Hand können Sie jetzt gerne wieder runternehmen. Und ich möchte einen Aspekt aufgreifen, den Herr Dr. Tabatabai schon angebracht hat. Wir reden lange darüber, auch Frau Meesen-Hühne hat es gerade nochmal gesagt. Wir reden lange darüber, es ist immer ein Thema. Wir feiern jetzt auch 10-jähriges Programm hier in Berlin für Medikamentenmissbrauch. Eigentlich haben wir ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ja offensichtlich ein Umsetzungsproblem. Und die Frage ist, ich stelle Sie mal ganz bewusst offen in die Runde, woran liegt das aus Ihrer Sicht? Wer möchte darauf als erstes antworten? Wer fühlt sich da berufen, sofort hier zu schreien? Ja, wo ist das? Ich vielleicht. Und erst Frau Kemritz, dann Herr Reuter. Genau. Dann starte ich vielleicht. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel heute ja schon gehört und zusammengetragen. Das Problem ist genauso vielfältig wie die Lösungsansätze. Und das macht das auch so schwierig. Ne? Es gibt nicht die eine Lösung, wo man jetzt auf die Politik zugeht oder einen eigenen Berufsstand sagt, wenn du das machst, dann ist das Problem vom Tisch. Deshalb haben wir eben nicht dieses Erkenntnisproblem. Wir wissen ganz, ganz viel, was da schiefläuft. Wir haben für einiges auch Lösungsideen. Aber genau wie Herr Tabatabai jetzt zum Schluss gesagt hat, wir brauchen ein Netzwerk, um diese Lösungen zusammenzuführen, diese Lösungsansätze und dann gemeinsam sozusagen als konzertierte Aktion zu starten. Und das ist das Einfache, aber gleichzeitig auch das wahnsinnig Schwierige daran. Aber wo ist denn das Brett am dicksten aus Ihrer Sicht? Oder was sind die dicksten Bretter? Genau, also momentan denke ich von der Seite der Betroffenen hier, dass erstmal eine Awareness geschaffen werden muss, dass die Leute überhaupt erstmal merken, dass sie sich in einem riskanten Medikamentengebrauch befinden. Derjenige, der illegal sich Drogen beschafft, der weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Aber jemand, der, sage ich mal, jahrelang Opioide einnimmt gegen Rückenschmerzen, die verordnet sind, denkt eigentlich, ist doch alles in Ordnung, gehört zu mir dazu. Da muss ich also erstmal wirklich aufklären und klarstellen, das ist vielleicht alles gar nicht unbedingt sinnvoll und nötig. Ne? Das ist die eine Seite der Betroffenen. Und auf der Seite derjenigen, die helfen könnten, ist eher so, auch so ein bisschen Hilflosigkeit. Wie komme ich an denjenigen ran? Wie spreche ich den an? Man möchte nicht übergriffig erscheinen. Wer hilft mir? Wie habe ich die Ressourcen im Alltag? Ich glaube, das geht uns allen Beteiligten so. Wir haben alle Fachkräftemangel. Wir haben so viele wahnsinnig wichtige Aufgaben. Wir wissen, dass wir hier auch viel, viel tun könnten, aber es fehlt im Alltag oft wirklich Zeit, Mut und eben auch die Partner an der Seite, an die man sich wenden könnte. Jetzt gebe ich aber mal weiter an jemand anders. Ja, ganz kurz, mache ich mal kurz. Ich habe vergessen zu erwähnen vorhin, wer Sie eigentlich sind, Frau Kerstin Kemritz. Wer Sie nicht kennen, Sie sind Präsidentin der Apothekerkammer von Berlin. Herzlich willkommen nochmal. Herr Reuter von der Ärztekammer, der andere große Teil in diesem großen Zahnradgefüge, in dem wir uns hier bewegen. Erst Sie und dann Frau Jüngling. Ja, ich würde einfach auch nochmal, das hat Frau Kemnitz ja auch schon einmal angesprochen, als einer der wesentlichen Gründe, warum die Prozentsätze der Inanspruchnahme bei Medikamentenabhängigen, das liegt tatsächlich an der Form der Sucht meines Erachtens. Es kommen Alkoholabhängige und andere schon spät, ich sage mal spät zur Diagnose. Aber die Medikamentenabhängigkeit ist ja langjährig dadurch gekennzeichnet, dass sie wirklich nicht auffällt. Also auch der Konsum, also wie gesagt, wer Alkohol zu viel trinkt, ist betrunken, der fällt auf. Oder wer Drogen nimmt, fällt auf. Wer seine Benzodiazepine fallen soll, nimmt die häufig, beginnend ja, um halt einfach funktionstüchtig zu sein. Und die Art der Abhängigkeit ist halt einfach so, dass im Sinne von der Low-Dose-Dependency, also nur sehr niedrige Dosierungen sind oder dass Dosissteigerungen so über
Jahre. Also da wird angefangen mit einer halben erlaubten Dosis und dann kommt eine Dreiviertel nach ein paar Jahren und irgendwann nach 10 Jahren und 15 Jahren sind wir dann im Bereich, wo wir die obere verordnbare Dosis überschritten haben. Das macht halt wenig Verhaltensauffälligkeit. Und das ist ja so, wann gehen wir zum Doktor oder wann suchen wir Hilfe, wenn wir in Not sind? Und das ist einfach ein Problem meines Erachtens, gerade bei der Medikamentenabhängigkeit gegenüber den anderen abhängigstofflichen Abhängigkeiten, dass das in Not geraten sehr viel später kommt und dann einfach noch das Problem, was ich bei meinen Patienten, ich bin ja auf einer Entzugsstation tätig, auch immer sehe, Medikamente sind ja was Gutes, die sind vom Arzt verordnet. Die ganzen medikamentenabhängigen Substanzen sind ärztlich verordnet, die sind primär was Gutes. Wie gesagt, wenn man zu viel Alkohol trinkt, ist das klar. Aber wenn man eine Tablette zu viel nimmt, ist das für den Betroffenen sehr viel weniger klar. Das ist einer meiner Erklärungsmodelle, warum das so schwierig ist, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das andere ist halt mein Berufsstand, sage ich jetzt mal nur als Stichwort. Da kommen wir vielleicht noch mehr dazu. Und Erste. seine Schwierigkeit, ja, ich will es, ja gut, ich sage es jetzt mal, ich hoffe, dass die Ärztekammer mich nicht abstraft, seine Beratungsresistenz. Kerstin. Ja, du hast gefragt, wo ist das Brett am dicksten? Ich würde die Frage antworten, da wo schon der Bohrer schon ordentlich weit gekommen ist, bevor ich das zu die Frage beantworte, wo das Brett am dicksten ist. Die Bohrung ist ja schon in 10 Jahren, wird ja gebohrt in Berlin. Und zwar so, wie Frau Kemmeritz auch schon gesagt hat, in einem Riesennetzwerk mit über die Maßen erfolgreichen Maßnahmen. Also das finde ich, ich konnte leider heute Morgen aufgrund von anderen Unterrichtsverpflichtungen nicht dabei sein, aber ich weiß von der Initiative und habe mir von den Kollegen berichten lassen, das ist wirklich ein Riesenzusammenschluss. Das heißt, gebohrt wurde mehr als vielleicht andernorts, dass das Brett so, also würde ich sagen, also das, was ich so weiß, auch im internationalen Vergleich, was ich denke, was wirklich schwierig ist beim Thema Medikamenten, Missbrauch und Abhängigkeit, ist die überhaupt beim Thema Sucht, wenn ich, aber das dürfen Sie mich dann schimpfen oder nachfragen. Aber beim Thema Medikamentenabhängigkeit, die ausschließliche oder fast ausschließliche Individualisierung. Wir schauen uns immer den einzelnen Menschen an, den einzelnen Arzt, den einzelnen Apotheker, Apothekerin, den einzelnen Menschen, der die Medikamente nimmt. Dann schauen wir nach den einzelnen Motiven und dann schauen wir nach der Familiengeschichte und nach einer Suchtbelastung und nach Vulnerabilität und dann schauen wir immer ganz genau bei dem Einzelnen hin. Aber bei diesen Prävalenzen, wie Medikamentenkonsum, im hochindustrialisierten, weit entwickelten Deutschland, geht das meiner Ansicht nach, also ich muss es echt mal sehr provokant sagen, haarscharf am Thema vorbei. Das ist ein gesellschaftliches Thema und das sagt Frau, Sie haben das ja gesagt, Frau Dr. Fembritz. Und das ist das dicke Brett, und dann sagen wir alle, oh, Suchtmittel mit gesamtgesellschaftlichem Anspruch, wie arbeiten wir heute, wie funktioniert, wie leben wir, welchen Anspruch haben wir an Langeweile, an in die Wolken gucken, an Ausspannen, an Nichtstun und in der Nase bohren, ist das überhaupt erlaubt? Und weil das alles so groß klingt, individualisieren wir wieder. Und sagen, oh ja, da habe ich jetzt prima meine Risikogruppe ausgemacht dann gucke ich wieder kleiner hin. Meiner Ansicht nach ist das dicke Brett bei Medikamentenabhängigkeit gesellschaftliche Verhältnisse, in denen wir leben und für deren Änderungen wir uns stark machen müssen. Im Sinne von Public Health, also nicht. Das heißt, da sind wir wieder da, wo wir von Herr Tabatabais Forderung waren mit dem Tabakkonsum, was ja auch ein gesellschaftlicher Wandel war. Genau. Ja gut, das eine ist der gesellschaftliche Wandel, aber ich glaube, was Frau Jüngling da eher auch mit andeutet, ist, dass wir als Gesellschaft oft keine Antworten auf Probleme haben, dass wir im sozialen Umfeld nachgelassen haben, dass wir da noch viel, viel besser wieder werden müssen. Der soziale Zusammenhalt fehlt häufig. Warum nehmen die Leute denn die Antidepressiva? Weil sie einsam sind, weil sie eben keine Umgebung haben, keine Familie mehr, keine Sozialkontakte, in der sie aufgehoben sind. Wenn es um ältere Menschen geht, kann aber auch bei Jüngeren schon passieren. Also wenn Sie sich jetzt wahrscheinlich so die Covid-Generation anschauen, die im Homeschooling
ein Jahr, anderthalb Jahre gefangen gewesen ist, soziale Kontakte nicht hatte. Da gibt es sicherlich auch etliche, die gefährdet sind, zu sagen, ich weiß mir eigentlich nicht weiter zu helfen. Ich gehe zum Arzt, weil ich Probleme habe, weil ich Depressionen habe. Und so beginnt dann auch schon oft in jüngeren Jahren ein Medikamentenkreislauf, der nicht gut ist und der letztendlich aber eigentlich keine Erkrankung in dem Sinne zum Ursprung hatte, sondern ein gesellschaftliches Problem. Und das macht es natürlich dann auch so wahnsinnig schwierig, gegen anzugehen. Das landet jetzt bei uns als Ärzten und Apothekerinnen, aber eigentlich müssten wir an einer ganz anderen Stelle ansetzen und sagen, da stimmt was nicht mehr. Aber wir können doch in der Gesellschaft nicht qua Gesetz, ich übertreibe jetzt mal, ein gesellschaftliches Bild festlegen. Wir können doch jetzt nicht sagen, ich habe auch noch den Vortrag von Herrn Schnotz im Ohr übrigens mit dem Bodyforming und den Bodybuilding-Geschichten natürlich und den gesellschaftlichen Leitbildern, in denen wir leben. Aber die können wir doch gesetzlich nicht vorschreiben. Nee, das muss die Gesellschaft natürlich selber formen. Deshalb, also da dürfen wir mal formen statt Bodyforming. Ne? Da wäre es ja vielleicht mal angebracht. Aber wir müssen eben diese Awareness erzeugen. Und das ist ja auch schon angeklungen. Wir müssen eigentlich in der Kita, sage ich mal, schon anfangen. Ich finde auch, wenn man da bei jedem kleinen Babychen sagt, nimm doch ein homöopathisches Globuli, Globulum müsste es ja dann heißen, ist nicht so schlimm, tut nicht weh, hilft dir, gibt ein bisschen Zuneigung, Zuwendung. Und die Kinder dann eigentlich lernen, immer wenn es mir nicht gut geht, dann kriege ich irgendwie was. Ich meine, ob es ein Gummibärchen ist oder ein Globulum, ist dann fast egal. Es geht eigentlich darum, dass die Kinder eine gewisse Zuneigung und Aufmerksamkeit brauchten. Und wenn wir aber da schon anfangen, dann zieht sich das eigentlich durch wie so eine Reise, so eine Lebensgeschichte. Danach nimmst du dann bei Kopfschmerzen halt regelmäßig deine Acetylsalicylsäure oder dein Ibuprofen. Dann lernst du auch noch, bei der Impfung ist toll, wenn du gleich ein Paracetamol nimmst, damit du ja nicht 37,5 Fieber hast. Könnte ja eine schlimme Nebenwirkung sein. Also wir reagieren sehr, sehr schnell auf vermeintliche Störungen im Alltag, indem wir sagen, dagegen gibt es eine Pille. Und wir hinterfragen dann auch nicht oft genug, wie lange nimmst du die denn, wann brauchst du die wirklich? Und das sind Sachen, da müssen wir in der Gesellschaft früh genug ansetzen mit all den Programmen. Apotheke macht Schule, gute, gesunde Schule, bei den Ärzten aufklären. Also es gibt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Das ist das Gute daran. Wir können sehr, sehr viel tun. Wir tun auch schon viel. Aber wir haben auch noch Luft nach oben. Aber das macht es auch so schwierig, weil es so vielfältig ist. Anke hat sich gemeldet. Ja, es ist eigentlich schon so vieles gesagt worden, was ich gedacht habe. Neben dem, jetzt bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt, oh Gott, von wegen Gesellschaft. Neben dem, was gerade schon gesagt wurde, denke ich, was auch nochmal ein Punkt ist, der, also man kann sicherlich nicht einfach ein Bild von der Gesellschaft verändern, aber man kann zum Beispiel mal daran arbeiten, wie der Druck auf die Menschen sich verändert. Also heutzutage ist es so, manche Menschen müssen 3 Arbeiten haben und können damit immer noch nicht ihre Miete bezahlen. Und manch Jugendlicher, der lernt zwar viel und hat trotzdem die Befürchtung, dass er am Ende keinen Ausbildungsplatz bekommt oder zum Studienplatz nicht zugelassen wird. Also der Druck, der Stress ist teilweise enorm hoch. Und da sind Medikamente natürlich auch ein gutes Mittel, um beim Funktionieren zu bleiben. Und das meinte ich, habe ich auch vorhin gedacht, das hat Herr Reuter jetzt aber auch schon so ein bisschen gesagt, dass dann da, wo Drogen sozusagen stören, also wo sie Beschaffungskriminalität erzeugen und so, da greifen wir gerne ein, da wo Medikamente in dem Fall eher dazu beitragen, dass man das aufrechterhält, was erwartet wird, dass man funktioniert, dass man die Leistung bringt, dass man noch mehr Leistung bringt, sich noch mehr zurücknimmt, da gibt es eigentlich auch nicht so einen großen Grund, was zu ändern. Und insofern ist das vielleicht auch ein Grund dafür, warum es so langsam ist bei dem Thema, dass sich in der Gesellschaft oder das, ja, dass wir das sehen, dass was verändert wird. Das heißt, weil es keine negativen Auswirkungen dieses Medikamentenmissbrauchs gibt, im Sinne von Beschaffungskriminalität, im Sinne von, da ist der Laden überfallen worden, da steht in der Bildzeitung und sowas alles. Ich würde denken, dass das eine Rolle spielt, ja. Dass es nicht nur eine unauffällige Sucht ist, sondern eigentlich eine, die im Grunde genommen ja das, was die Gesellschaft von uns erwartet und die Werte, die wir in der Leistungsgesellschaft haben, ja eher unterstützt sogar. Ich weiß nicht, Herr Reuter, wollten Sie antworten? Ansonsten Herr Tabatabai hat sich gemeldet. Herr Tabatabai, bitte. Ja, also ich kann das mit der gesellschaftlichen Situation nachvollziehen und finde es aber immer wichtig, dass wir dann auch konkret werden. Und konkret ist es bei den Ärztinnen und Ärzten so, dass die Anreize, eine vernünftige Medizin zu machen, nicht gut sind. Also für einen niedergelassenen Ärztin lohnt sich das nicht, ein langes Gespräch zu führen.
obwohl es Studien gibt, wie wirksam das ist in der Prävention von Konsumstörungen. Und das zum Beispiel wäre etwas, was wir auch fordern sollten, dass da wieder Anreize geschaffen werden. Das Dumme ist nur, dass es trotzdem Ressourcenprobleme gibt. Ja, also dass der Fachkräftemangel wird sich auch da auswirken. Also da werden wir viel Fantasie brauchen. Aber es muss sich zum Beispiel auch wirtschaftlich wieder lohnen, eine sprechende Medizin zu machen in allen Bereichen, also auch im Krankenhaus. Ja, im Krankenhaus mit zum Beispiel kein systematisches Suchtkonsil. Ja, das ist was ganz Einfaches, kostet auch nicht viel Geld, aber die betriebswirtschaftlich aufgeheizten Krankenhäuser, die stellen das nicht bereit. Ne? Das müssen wir uns überlegen, ob das vielleicht dann auch aus der Gemeinde dann kommt. Ja, aber es ist ein ganz einfaches, effektives Instrument, mit dem man eine Menge, sage ich mal, viel früher an die Leute rankommt. Ja, wir machen es einfach nicht. Das ist traurig. Ja, ich denke, das ist bei der Apothekerschaft natürlich genauso. Auch wir wären eine geeignete Stelle, an der man regelmäßig Gespräche führen könnte. Und ich sehe das hier auch generell nicht als Entweder-Oder, sondern an verschiedenen Stellen müssen wir ansetzen. Ich hätte mir gewünscht, dass bei den pharmazeutischen Dienstleistungen, die ja verhandelt worden sind, ohne dass ich weiß, was es ist, und die jetzt ja leider auch in Richtung Schiedsstelle vertagt worden sind, dass man da aber beispielsweise rechtzeitige, also recht frühe Follow-up-Gespräche auch machen könnte. Das heißt, dass der Apotheker dafür bezahlt wird, dass er sich eben diese Zeit nehmen kann, um Patienten aufzuklären über bestimmte Medikamente, die verordnet werden, und eben auch nach einer Erstverordnung beispielsweise so ein Follow-up macht und sagt, so, Sie haben das jetzt 3-4 Wochen genommen, beispielsweise ein Benzodiazepin, was verordnet ist, ein Schlafmittel. Wie geht es Ihnen damit? Was sind denn eigentlich Ihre Probleme? Und wenn man sich diese Zeit nehmen kann und dafür auch honoriert wird, das ist bei den Ärzten genauso wie natürlich auch in der Apotheke, dann erfährt man eine ganze Menge von den Menschen, weil es ist ja ein soziales Problem. Die haben Schwierigkeiten, die wollen sich auch öffnen und die suchen Lösungen. Und da wäre also auch die Apotheke eine geeignete Anlaufstelle. Genauso könnte man als pharmazeutische Dienstleistung wie auch als ärztliche Dienstleistung anbieten, dass man sagt, einmal im Jahr gibt es ein Medikationsgespräch. Das muss gar nicht in eine riesige Atina-Medikationsanalyse ausarten, sondern eben auch, weißt du noch, warum du diese 5 Medikamente einnimmst? Was ist denn die Grunddiagnose gewesen? Ist das denn überhaupt noch vonstatten? Hast du das Problem noch? Und auch da würde man sicherlich einige Ansätze finden, um denjenigen erstmal bewusst zu machen, dass sie jetzt in einen viel zu langfristigen, riskanten Medikamentenkonsum reinrutschen. Und wenn wir dann noch schaffen, uns in dem Netzwerk beispielsweise auch mit Ärzten, mit Pflegekräften rechtzeitig zu vernetzen und in ein Konsil zu kommen, auch im ambulanten Bereich, dann könnten wir sicherlich sehr, sehr viel tun, weil dann auch vielleicht der Hausarzt sagt, okay, ich verordne nicht nochmal das nächste Benzodiazepin, sondern vielleicht gehen wir auch an der Dosis runter und, und. Aber bevor wir das nicht koordiniert kriegen, sind es halt nur sehr, sehr kleine Tropfen auf den riesig heißen Stein. Aber dann sind Sie ja wieder in dem Verhältnis zwischen, bei Honoraren, zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenkassen. Da muss das ja sozusagen da rein verhandelt werden, wenn Sie sagen, das muss honoriert werden, Beratungsgespräche, dafür Zeit geschaffen werden. Genau, so eine Apotheke, bevor er runter dran ist, ne, hätten wir ja. Es eigentlich momentan mittelmäßig einfach, weil ja mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz fürs nächste Jahr eine bestimmte Geldsumme festgelegt worden ist. Und wenn es gesellschaftlich gewünscht ist, könnte man das beispielsweise dafür ausgeben. Also wir haben in dem Fall mal den minimalen Vorteil, dass Geld da ist, aber wir wissen noch nicht genau, wofür es ausgegeben wird. Die Ärzte müssen es erst reinverhandeln, das ist richtig. Aber auch da ist es eine gesellschaftliche, eine politische Entscheidung. Was wollen wir? Wofür geben wir Geld aus? Und da werden wir mal sehen, wie es nach den Wahlen vielleicht weitergeht. Ja, da bin ich schon ein bisschen schwierig bei Sätzen wie gesellschaftliche Entscheidung und politische Entscheidung, weil das bedingt sich dann ja an der Stelle. Kerstin hatte sich gemeldet und dann Herr Reuter. Ich würde gerne an Dr. Tabatabai anknüpfen, die sprechende Medizin. Und ich habe dann gleich, muss jetzt immer sofort reflektieren, bei mir selber, also ich rede jetzt mal ein bisschen seriöser als von in die Wolken gucken. Bei sprechender Medizin habe ich gedacht, das würde ich auch wollen. Da geht es um eine soziale Komponente, mitmenschliche Komponente. Alles gut. Sorry, ich hoffe, ich habe keine Rückkopplung. Alles gut. Super. Alles gut. Ich habe dann hier im Chat gelesen, da soll die im Haushalt wird schon wieder diskutiert, dass soziale und freiwilligen Einrichtungen kleiner werden. Es geht um Geld, aber es geht auch um wenn wir immer sagen, die Politik soll entscheiden, also ich bin der Meinung wirklich, die Politik mal schauen, was nach den Wahlen kommt, dann ärgere ich mich nach 5 Jahren ja schon wieder. Also ich glaube, dass wir bei dem Thema Substanzkonsum, süchtige Gesellschaft, hoch
entwickelte Gesellschaft, die eben, wie Herr Dr. Tabatabai, wie Sie gerade gesagt haben, dafür gibt es gar kein Geld. Es gibt, also so ein Rezept ist so schnell ausgeschrieben. Aber vielleicht würden mir als Patientin 10 Minuten Gespräch mit meiner Hausärztin so gut tun, dass vielleicht, ich weiß ja auch nicht, irgendein Medikament, was ich vielleicht wollen würde, eigentlich nicht gebraucht würde. Das kann ich weitertragen. Wo sprechen wir noch miteinander, um über Schmerzen, über Müdigkeit, über Überforderung im Homeoffice, über psychischen Stress reden zu können, um möglicherweise über Austausch, gegenseitige Stärkung, Netzwerke, soziales Miteinander, Medikamente nicht, die wird es immer geben, ich bin heilfroh, es gibt viele Krankheiten, die damit behandelt werden, aber der missbräuchliche Konsum, der in Richtung Funktionieren und Funktionalität geht, den ein kleines Stück einschränken können. Und das kriegen wir nicht nur mit Kampagnen. Ich glaube, dafür müssen wir auch lauter werden in der Forderung von Bezahlung, zum Beispiel der Medizin, aber auch von freiwilligen Einrichtungen. Mit dem Ziel, die Player, Beispiel KV, Krankenkassen, Therapeutenverbände und, wer da alles das verhandelt, zu bewegen, das auch reinzuverhandeln? Oder was ist das Ziel, was du damit möchtest, wenn du sagst, lauter werden? Du, das kann ich heute gar nicht mehr sagen, weil so werde ich erlebe nicht, also ich freue mich über jede Zivilcourage, die ich erleben darf. Keine Ahnung, es wird ja sofort, wenn ich auf einem Podium stehe, wird gesagt, oh Gott, was die schon wieder will. Das ist aber immer das dicke Brett. Ich höre seit 16 Jahren, dass die Welt aus dicken Brettern besteht. Und da frage ich mich, ob wir uns nicht einfach angewöhnt haben. Jetzt bin ich 60 geworden, ich darf das sagen, also der ganz jugendliche Heißsporn bin ich gerade nicht mehr, jedenfalls von qua Lebensalter nicht. Wenn ich immer zu davon sprechen, dass die Dinge schwierig sind. Alles gut bei Frau Dr. Kemmer? Ja. Okay. Dass die Dinge schwierig sind, weißt du, keine Ahnung, ob ich die KV dazu bewegen kann. Aber wenn wir lauter über eine stille Sucht und über die Ursachen von Medikamentenmissbrauch reden, sagen, das wollen wir so nicht mehr, wir wollen anders miteinander reden. Wir wollen anders miteinander arbeiten. Da ist es logisch, dass man jemanden Kopf jagt und sich vielleicht einen Moment hinlegt oder einen Spaziergang machen darf und nach einer halben Stunde zurückkommt, statt ein Aspirin oder Gott weiß was einzunehmen. Und das ist eine Kulturfrage, die ist eben so schwer zu beantworten, wie konkret das Ziel ist, um gesellschaftlich auch von uns aus etwas zu verändern. Okay, Herr Reuter. Gut, nur mal kurz da so ein bisschen die kritische Anmerkung, Frau Jüngling. Die Frage ist, die Lautstärke hängt auch von der Masse ab. Und die Frage ist, Sie sprechen von wir, und die sagen, die Frage ist, wie viel sind wir, die da die Stimme erheben können. Ich will das nicht weiter vertiefen. Mir geht es halt nochmal um eine Einschätzung. Ich glaube, so konkret, gerade in den Medikamenten oder die Reflexion des Medikamentenkonsums im Alter, da schätze ich momentan, da stimme ich Ihnen zu, Frau Chemnitz, da ist momentan so in eine nicht so schlechte Chance oder gibt es Chancen, da Reflexionen herbeizuführen im Sinne so, da über die Schiene der Polypharmazie im Alter, was halt wirklich auch als Problem wahrgenommen ist von Ärzteschaft, von Apothekerschaft, von Fachverbänden und auch ansonsten, da denke ich, gibt es eine Chance über diese Sache, eventuell in die Reflexion, wie Sie sagten, dafür auch Ressourcen, sprich Geld locker zu machen, damit es stattfinden kann, weil wir müssen uns, glaube ich, oder ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass halt Ärzte und Apotheker, das sind Leistungen und auch sprechende Medizin ist Zeit und Zeit ist nun mal leider Geld, dass das irgendwo bereitgestellt werden muss. Ich glaube, dass gerade, weil es doch ein erhebliches Problem, ein gutes, relativ gutes Problembewusstsein gibt, dass halt Polypharmazie und Wechselwirkung von Medikamenten ein Problem ist, wo auch die meisten Ärzte zustimmen würden, dass sie das nicht mehr vollständig blicken, wenn da einer 10 Medikamente hat, was mit wem macht. Und dass da über Beratungen durch Pharmazeuten oder spezifisch ausgebildeten, also auch Mediziner, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben. Und da kann dann, da das in der Regel so bei den Menschen ab 60 ist, die dann mehr Medikamente nehmen, also ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich mir meine Kästchen stelle für eine Woche stellen muss. Und dass dadurch
man natürlich auch den, ich sag mal, den abhängigkeitsmachenden Medikamenten, also den Benzodiazepinen, die dann mit in der Kiste, die dann mit auftauchen und die man mitberaten könnte. Das sage ich jetzt einfach mal so strategisch, sehe ich da unter Umständen momentan Chancen, Geld locker zu machen und damit einzusteigen. Das alleine an den Medikamenten, das ist halt nur den abhängigkeitsmachenden Medikamenten, sehe ich einfach schwierig, dass die zum Beispiel die Krankenkassen mit einzuspannen, dass die Ärzte anschreiben, scheitert schon mal daran, weil über die Hälfte der abhängigkeitsmachenden Medikamente der Zetrax auf Privatrezepten verschrieben wird. Das heißt, die Krankenkassen kriegen das wahre Ausmaß gar nicht mehr mit. Das ist seit 10, 15 Jahren, ist 55, also gut die Hälfte der abhängigkeitsmachenden Schlaf- und Beruhigungsmittel werden über Privatrezept verschrieben. Das heißt, die Krankenkassenzahlen stimmen nicht mehr. Und von daher nützt es auch nichts, wenn die Krankenkassen irgendwie die Ärzte anschreiben, die halt so viel verordnen, weil da werden die Hälfte übersehen. Und also da gibt es halt einige Sachen, die ins Leere laufen. Ich glaube, über diese Sache wäre da eine Chance da. Und die anderen Sachen, so Packungen kennzeichnen, da denke ich, müsste man tatsächlich erstmal die, wie die Zigarettenpackung, da müsste man erstmal die Alkoholflaschen, das sagte heute eine Patientin, warum steht auf der Bierflasche, auf der Wodkaflasche nicht drauf, macht Leberzirrhose. Auf den Zigarettenpackungen steht es drauf, das ist halt eine politische Frage und ich habe da irgendwie nur in meiner Dokumentation halt seit Cem Özdemir noch Cembier bewirbt und die bayerischen Ministerpräsidenten sagt, 2 Mors ist okay. Das muss man sich mal vorhalten. Die öffentlichen Maßnahmen, 2 Mors, das ist eine Leberzirrhosedosis auf Dauer, dass das okay ist. Aber da müsste man erstmal im Alkohol, weil der halt an den Individuen deutlich mehr Schäden noch anrichtet als die Medikamente, die ja jetzt mal körperlich gesehen, jetzt mal von der Abhängigkeit abgesehen, die körperlichen Schädigungen relativ gering sind. Und auf die Zigarettenpackungen ist es ja nur drauf gekommen, weil die Todesraten so hoch waren und so hoch sind. Also da sehe ich auch wenig Einflussmöglichkeiten. Was es gibt, sind sicherlich, das war ja auch angesprochen, in Maßnahmen, irgendwelche Aufklärungsmaßnahmen über Medikamentenabhängigkeiten. Also ich habe irgendwie mal dann gedacht, man könnte doch mal so eine Aktionswoche, die ja immer von der DAS groß und den Medien und den Fernsehanstalten groß gemacht wird, alle 2 Jahre, das ist jetzt wegen Corona, glaube ich, ein bisschen ausgefallen, das könnte man zu Medikamentenabhängigkeit machen, wobei ich dann mir auch eingefallen ist, es ist ja immer Aktionswoche Alkohol, also schöne Alliteration, aber das wäre mal was man mit Medikamenten machen könnte. Und ich habe auch mal, es gab auch, ich glaube, die gibt es auch noch ganz gute Broschüren und Materialien, das gab mal so eine Kooperation zwischen der DAS, glaube ich, und der waren so grüne Flyer und der Barmer GEK, die da auch ganz gutes Material gemacht hat. Also da Aufklärungskampagnen so auf wirklich auf großer Ebene, die ja dann auch mehr ins öffentliche Bewusstsein treffen, da wäre wirklich mal zu fragen, wer die Aktionswoche auf BZG, also das ist ja DHS und die Ebenen, wer das halt macht und auch da wären natürlich auch die Mädchen gefragt, die ARD und ZDF, sag ich mal, ob man da diese Wochen einfach mal auch auf das Thema Medikamentenabhängigkeit lenkt. Da darf man jetzt auch nicht zu viel von erwarten, aber das wäre einfach mal eine Sache, die man machen könnte. Ansonsten, Ärzteweiterbildung ist halt schwierig. Ich selber mache das, was so macht. Ich bin halt für die Ausbildung der Durchführung suchtmedizinische Grundversorgung. Das ist halt die Ärzteweiterbildung, die das Thema betrifft und aber dabei ist daran beteiligt. Und ich beantworte da auch seit 20 Jahren das Thema Medikamentenabhängigkeit im Sinne von einem Exkurs. Aber das sind auch die Ärzte, die eh nichts Schlimmes verschreiben. Da hat man halt immer nur die sich eh fürs Thema interessieren. Und die anderen sind halt schwierig zu bekommen von den Ärzten. Das ist einfach so. Genau. Ich habe ein bisschen auf die Uhr geschaut. Ich wollte noch mal gerne einladen, auch in das große Podium, ins Auditorium. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen haben, gerne die Hand heben. Dann nehmen wir Sie auch mit rein hier und hören ein bisschen auch aus Ihrer Erfahrungswelt, aus Ihrer beruflichen Erfahrungswelt heraus, was da für Ideen noch sind. Ich habe 2 Gedanken im Kopf gehabt, eben noch ganz kurz. Das eine ist, wo ist denn hier die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beim Thema Medikamentenmissbrauch? Wie sieht es denn da aus? Und das Zweite ist, ja, wenn ich Sie, Herr Reuter und Frau Kremmel, so höre, man kann ja nicht behaupten, dass es den Krankenhäusern in Deutschland schlecht geht finanziell. Die Krankenhauskonzerne schreiben große Gewinne. Ja, tut mir leid, das ist so. Also, wir haben ein Personal.
Da würde ich sagen, das muss man differenziert sehen. Ja, ich weiß, Geld ist immer schwierig. Es gibt eine Menge Krankenhäuser, denen es nicht so gut geht. Und wenn man bedenkt, was so momentan an geplanten Sachen sind, was sie in Zukunft, das ist nochmal durch Corona aufgeschoben worden, aber es wird ab 2022 so sein, wenn sie einen Patienten zu viel, einen Tag zu viel behandeln aus Versehen oder weil es begründet war und der MDK aber meint, es ist nicht so und er kriegt recht, dann zahlen sie Strafe dafür. Ja, reden wir nicht, wir müssen nicht das große Thema Gesundheitssystem und Finanzierung aufmachen, das ist ein Riesending, ich weiß, völlig klar. Ich weiß, dass dieses Thema auch arg besetzt ist, ist mir schon klar. Ich wollte es trotzdem ganz kurz ansprechen, weil ich dachte, naja, aber könnten da nicht wenigstens große Häuser von sich aus sagen, wir holen uns eine Fachkraft, die zum Beispiel die Medikation immer wieder kontrolliert, dass man einfach sagt, wir warten gar nicht auf die KV und auf die Verhandlungen oder mit den Verbänden, sondern wir gucken mal von uns aus heraus, dass wir machen können. Herr Tabatabai meldet sich dazu. Ja, also tut mir leid, wenn ich da jetzt so ein bisschen auch mal reinhauen muss in das, was Herr Reuter gemacht hat. Also ich habe es hier versucht am Standort. Das hätte im Jahr, ich glaube, 40.000 Euro gekostet mit Lohnnebenkosten. Also ein Mini-Einsatz, also dass jemand regelmäßig über Stationen geht und ein bisschen Präventionsarbeit macht. Ne? Wir haben hier aus eigenen Mitteln Piloten gemacht, der wirksam war. Ja, und kriegen wir nicht. Das Krankenhaus steht so unter einem Kostendruck. Es ist nochmal ein anderes Thema. Also ein Stichwort nur, wir haben leider zu viele Krankenhäuser in Deutschland und zu wenig Personal. Und diese Problematik, die bricht jetzt über uns herein. Das fängt jetzt gerade erst an. Also die Krankenhäuser, wir sind so mit sich beschäftigt. Ja, also wir reden jetzt darüber, dass Vivantes muss eigentlich eine Körperschaft öffentlichen Rechts werden. Ne? Sonst also geht das alles gar nicht, wie das im Moment läuft. Ja, also hat Herr Saleh ja neulich auch mal gesagt. Also das ist noch ein anderes Thema. Ja, also da viel zu erwarten, also wir müssen gesamte Netzwerke, glaube ich, nutzen. Kerstin. Ich habe vor einigen Jahren in Potsdam auf einer Fachtagung zum Thema Medikamentenkonsum im Alter referiert und war den ganzen Tag dabei und habe einen hochinteressanten Vortrag gehört zur Kosteneinsparung in Pflegeheimen, wenn die Medikation tatüberprüft wird und die Benzodiazepin-Verschreibung heruntergesetzt wird bei den pflegebedürftigen Menschen, ist damit so viel eingespart worden an pflegerisch notwendigen Hilfen, weil die Menschen haben wieder allein gegessen, sie konnten sie alleine waschen, sie haben an Freizeitaktivitäten teilgenommen, dass man für diese Einsparung in den Pflegeheimen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einstellen konnte. Das Ganze war dann auf einmal auch menschlicher. Sozialer, wie wir vorhin gesagt haben. Das heißt, diese über Kosten zu sprechen, finde ich, müssen wir, ich fand das eine ganz tolle Frage von dir, Wolfgang, müssen wir nochmal mutiger hingucken, trotz allem denen, was Sie gesagt haben, Herr Dr. Tabatabai oder Herr Reuter, Herr Dr. Reuter, die in den Kliniken arbeiten, mal querdenken und sagen, hey, können wir das nicht wirklich gucken, wenn ich Menschen empower, wenn die selbstständiger sind, wenn die nicht so stark sediert sind, um im Alter zu bleiben, kann ich möglicherweise oder mit der Fachkraft für Prävention längerfristig doch ein Return of Investment haben. Und das, wenn das in der Wirtschaft funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, dass das im medizinischen Sektor nicht möglich wäre. Genau, also dazu gibt es ja gerade, wenn Sie das Krankenhaus auch als einen wichtigen Schwerpunkt ansprechen, wo man in Richtung Medikamentenabhängigkeit präventiv und natürlich auch kurativ, wenn die Krankenhauseinweisung möglicherweise aus diesen Gründen auch erfolgt, ist tätig werden kann, gibt es ja gerade die Apotheker auch auf Station, Apotheker, Apothekerinnen, inzwischen in Niedersachsen ja auch verpflichtend im Landeskrankenhausgesetz niedergeschrieben. Und die Erfahrungen damit sind natürlich genauso positiv wie in allen anderen Krankenhäusern, wo die Ressourcen vorhanden sind, das zu nutzen, weil der Apotheker, die Apothekerin als Fachkraft dann natürlich auch entsprechend tätig wird. Ne? Und sowas wäre natürlich auch gerade für Berlin mehr als wünschenswert. Und das ist dann klar, da müssen wir auch gemeinsam unterwegs sein, aber auch eine politische Entscheidung. Will man dafür Geld ausgeben? Ist man sich der gesamten Geschichte bewusst? Sieht man den Nutzen? Und da wir jetzt nicht mehr die Ersten sind, sondern eigentlich schon ziemlich spät dran sind, kann man nicht nur auf Niedersachsen verweisen, sondern auch auf andere Länder europaweit, wo Apotheker beispielsweise in solchen Medikationsmanagement im Krankenhaus auch schon tätig sind. Also auch solche Ansatzmöglichkeiten gibt es und wir stehen dem, denke ich, in Berlin sehr offen und positiv gegenüber. Wir haben ja auch eine freie Universität, die ausbildet, sodass wir also da auch einen gewissen Nachteil haben, vielleicht gegenüber anderen Bundesländern,
Und das ist was, denke ich, was wir auch gemeinsam natürlich in der nächsten Legislaturperiode mit angehen könnten, um das Thema Sucht rechtzeitig oder Medikamentenabhängigkeit rechtzeitig auch an der Wurzel packen zu können. Das hängt vom neuen Senat ab, lassen wir uns überraschen. Anke. Ja, ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, wenn es um Sucht geht und auch gerade um Medikamentenabhängigkeit, spielt ja auch so soziale Kontakte, soziale Einbindung eine Rolle. Wie viel Unterstützung hat man in seinem sozialen Umfeld oder andersrum Einsamkeit als Problemthema? Und ich denke, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo Individualisierung immer stärker wird, wo auch immer weniger wahrnehmbare soziale Unterstützung da ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und durch die Pandemie hat sich das auch nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Jetzt kommt noch so eine gewisse Spaltung teilweise hinzu, die teilweise auch durch langjährige Freundschaften geht. Also das sind alles so Tendenzen, wo ich denke, da gilt es auch drauf zu gucken, wie wir einen sozialen Zusammenhalt, eine soziale Unterstützung vielleicht mehr stärken können. Nur mal als ein Beispiel, ich lebe jetzt seit einer Zeit in der Schweiz, gesellschaftliches Engagement, Vereinstätigkeit und all diese Dinge haben dann viel größeren Stellenwert als in Deutschland. Das finde ich, ist auch nochmal zu überlegen, wie man den Bereich auch nochmal stärken kann. Ja, aber das ist ja auch eine rein, also wenn ich die Politik und das Ehrenamt anschaue, was hatten wir da vor ein paar Jahren, wo sie denn da so einen leichten ein paar Euro gekriegt haben? Das war ja irgendwie ein bisschen hilflos auch. Ja, also nicht Thema Ehrenamtspauschale, ne, die ist so niedrig. Ja, sowas, genau. Dass man das dann, sag ich mal, fast ganz umsonst machen kann, so ungefähr. Und sie ist im Gegenteil so, so wichtig. Zum einen hat man Aufgaben, wird abgelenkt. Man lernt auch, was Positives zu machen, auch ein Feedback zu bekommen, etwas gestalten zu können und für andere tätig zu sein im sozialen Bereich. Also so Richtung verpflichtendes soziales Jahr kann man natürlich auch durchaus nochmal nachdenken. Aber alles, was aus Pflicht gemacht wird, ist nicht so gut wie alles, was freiwillig passiert. Ne? Also man sollte vielleicht erstmal das Engagement, was da ist, abholen können, bevor man immer nach Pflicht oder Verboten ruft. Frau Cordes schreibt gerade im Chat, das ehrenamtliche Engagement hat seit Corona deutlich zugenommen, Frau Cordes. Wollen Sie was dazu sagen? Das wäre ja mal eine Gegenstimme. Kann sie nicht hören? Ich sehe sie jetzt auch nicht. Okay. Ja, ich wollte noch mal dann ganz kurz noch ein Thema aufmachen. Anke Schmidt wollte ich noch mal fragen. Gleich vom Miesen Hühner. Okay, machen wir erstmal Sie, wenn es dazu ist, und dann würde ich kurz nochmal zu Frau zu Anke gehen. Ja, ist schon sehr viel Richtiges gesagt worden, finde ich. Ich finde, wenn wir versuchen, die große Lösung zu finden, dann finden wir sie nicht. Es gibt ganz viele Ansätze und wenn jeder in seinem Feld anfängt, dann können wir auch viel tun. Und es gibt Dinge, die kosten fast nichts. Ich habe diesen Aspekt der Multimedikation angesprochen. Kerstin, du hast berichtet von diesem erfolgreichen Projekt Suchtmittelkonsum im Alter. Das war deswegen erfolgreich, weil nicht nur auf die suchterzeugenden Medikamente geguckt worden ist, sondern auf den ganzen schönen Medikamentencocktail, die Menschen genommen haben, der auch an sich schon, da brauche ich gar keine suchterzeugenden Medikamente zu nehmen, der ist an sich schon gesundheitlich sehr beeinträchtigend. Das hat der Herr Tabatabai ja auch sehr schön belegt, was Schäden zum Beispiel angeht. Ne? Und diese Übersichten zum Medikamentenkonsum, das ist was ganz Einfaches, wo man Menschen auch ein Stück Kontrolle über ihren Konsum zurückgeben kann. Und ich denke, das ist was, das können Apotheken ganz wundervoll und die Dinger nicht nur auslegen, sondern auch mit einem warmen Lächeln den Menschen in die Hand geben. Dazu brauche ich kein zusätzliches Geld. Den Beratungsauftrag haben Apotheken schon jetzt. Der andere Aspekt ist, der mir auch noch nicht so deutlich geworden ist, die Krankenkassen haben alle Beratungsapotheker, das kam in einem Nebensatz, ja, dass es schwierig ist, Ärzte anzuschreiben, die viel verschreiben, weil die Z-Drugs zum Beispiel auf Privatrezept laufen. Ja. Aber es gibt Beratungsapotheker, die sich tatsächlich bemühen, viel verschreibende Ärzte zu kontaktieren. Die könnte man stützen, die kann man als Partner gewinnen und zwar immer mal wieder punktuell. Niemand von uns hat Zeit oder auch eine Fachkraft, die sich da permanent drum kümmern kann. Ich glaube, dieses Thema kann man eigentlich in sehr viele Bereiche mitnehmen und dann haben wir was erreicht. Nicht den großen Wurf, aber ich glaube, das sind Dinge, die kann man jetzt schon tun. Danke. Wollen Sie was dazu sagen, Frau Kemmeritz, zu den Beratungsapotheken? Müssen Sie nicht. Das sind die Beratungsapotheker. Also Apotheker, Entschuldigung. Apotheker arbeiten ja an ganz vielen Stellen und unter anderem auch in den Krankenkassen.
Und da haben wir natürlich aufgrund der Datenlage den großen Vorteil, bestimmte Dinge eben schneller erkennen zu können, manche Dinge schneller erkennen zu können als die Apotheken vor Ort. Andererseits ist es bei anderen Dingen auch genau umgekehrt. Darum ist genau das, was jetzt hier auch gesagt wurde. Wir müssen an verschiedenen Stellen ansetzen und das können wir auch. Und ich würde vielleicht darauf plädieren, dass wir so eine Aktionswoche oder einen Aktionsmonat, wenn man das machen möchte, wirklich gleichzeitig machen, dass wir dieses Netzwerk hier wie so ein Aktionsbündnis auch nutzen und dass nicht jeder irgendwann im Laufe des Jahres mal eine Woche macht, sondern dass man wirklich sagt, wir nehmen den Mai 2022 als Aktionsmonat und dann machen alle beteiligten Stellen wirklich einen Fokus auf diese Thematik, rufen alle ihre Mitglieder auf, Schulen machen die Awareness, damit wir eben zeigen, dass wir gleichzeitig präsent sind und nicht mehrmals im Jahr an einigen Stellen, dann verpufft das mehr. Also das wäre auch so ein bisschen ein Wunsch oder ein Appell auch vielleicht für das nächste Jahr, um noch besser das dicke Brett gleichzeitig bohren zu können. Das ist ja mal ein wunderbar konkreter Vorschlag. Ich als jemand vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen verweise dann natürlich gerne auf die Aktionswochen der ARD hin. Oder, vielleicht können wir das koppeln. Ja, gerne. Oder wir machen gerade bei Radio 1 eine Aktionswoche integratives Radio, wo wir mit Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Handicaps, dass die dann Radio machen halt, was vorher auch noch keiner gemacht hat. Und das ist diese Woche ein großer Erfolg. Also hätten wir auch gar nicht so erwartet. Aber nur am Rand. Ganz kurz, ich wollte zu Anke, die Zeit ist fast abgelaufen, aber ich wollte ein Thema noch, auch im Nachklang an Herrn Schnotz nochmal rangehen. Die Jugend und die Kinder und das Bild, Anke. Was ist denn da schon, was können wir da machen, wo hakt es denn da? Was gibt es da irgendwelche Sachen, weil das ist ja, wir reden über die Alten, wir reden über Diazepane, aber wir haben es ja auch schon im jungen Alter damit zu tun. Die Jugend, die Kinder und das Bild. Naja, also quasi, wie ist denn da die Situation? Was fehlt denn da? Oder also, können wir sagen, das ist nicht ganz so wichtig? Also ich finde es für mich jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich ja nicht mehr in Deutschland lebe. Ich kann nur sagen, was ich in der Schweiz wahrnehme, ist, dass da ein unheimlich hoher Stress und Druck ist irgendwie, also dass Jugendliche das so empfinden, sagen wir es mal so, dass die einen großen Leistungsdruck empfinden und dass das für die eins der Hauptthemen ist. Und das könnte auch im Zusammenhang stehen, auch mit Medikamentenkonsum. Dass man hier vielleicht den Druck rausnimmt, auch wieder gesellschaftlich. Und ich bei Kerstin bin, die sagt, wir müssen gesellschaftlich. Über diese psychischen Themen, also da, gleichzeitig muss es, denke ich, auch eine, das ist heute schon mehrfach gesagt, von bestimmten Enttabuisierung geben, für diese psychischen Themen, also dass man halt über Schwierigkeiten auch nicht traut zu sprechen, wenn was nicht so gut klappt, dass es im Unterricht Platz hat. All diese Dinge sind natürlich wichtig und die müssen nicht, also da geht es nicht nur immer um die direkte Medikamentenwirkung, sondern auch um die zugrunde liegenden Probleme, über die zu sprechen. Und das sind sicherlich ja Sachen, die passieren ja inzwischen auch schon in der Prävention, teilweise auch in der Schule, aber da könnte man sicherlich gerade in Deutschland noch einiges intensivieren. Okay. Frau Katharina Tietz hat sich gemeldet, dann Kerstin, dann Herr Tabatabai und dann muss ich die Runde langsam mal zumindest offiziell beenden. Ich wollte tatsächlich auf die Frage auch nur eine ganz kurze Antwort geben. Aus dem, was wir in Potsdam sehen aus der Prävention, ist tatsächlich, dass dieser Bereich psychische Gesundheit von jungen Menschen, es gibt kaum Angebote. Natürlich machen wir das mit der Suchtprävention und die ganze Jugendförderung ist da ja irgendwie auch so ein bisschen mit dran. Aber dass man gezielt auch nochmal Ressourcen schafft, um zu dem Thema in Schulen gehen zu können, um Runden anzubieten, ein Mittagsband, um ansprechbar zu sein für junge Menschen, um einfach auch so, wie Anke das gerade gesagt hat, nur dass dieses Thema enttabuisiert wird, dass wir darüber sprechen und gucken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Das wäre nochmal so eine Ergänzung gewesen. Kerstin und dann Herr Dr. Tabat dabei. Ja, mein Schlusswort für die Runde wäre eine wissenschaftliche Erkenntnis für psychische Gesundheit. Gibt es zwei Stellschrauben, die dazu beitragen, maßgeblich, die wichtigsten sozusagen, dass wir bis ins hohe Alter gesund bleiben. Und das ist einmal, in einem Netzwerk aufgehoben zu sein, also das Kontra gegen Individualisierung, sondern ein helfendes soziales Netz zu haben. Und das zweite ist Selbstwirksamkeitserleben. Das heißt zu wissen, ich kann was, ich schaffe was. Auch wenn es, und das kriege ich ja oft durch Bestätigung aus dem Netzwerk, durch Hilfe, durch Unterstützung. Und ich glaube, wenn wir da hingucken würden, auch beim Thema Ursachen von Medikamentenkonsum bei jungen Leuten, in der heutigen WUKA ist, glaube ich, auch schon wieder von vorgestern, dann würden wir was Gutes tun, nämlich Soziales miteinander zu stärken, übrigens strukturell auch in Berlin über die ehrenamtlichen Arbeit und über die Jugendarbeit, Frau Tietz hat es angesprochen, und Selbstwirksamkeitsprogramme, die Ressourcen fördern. Herr Tabat dabei.
Ja, kann ich jetzt nur kurz nochmal anschließen, also dass letztendlich ja Beziehungsarbeit so wichtig ist und wie wichtig da eben Eltern und Schule sind und dann eben Unterstützung für Eltern, die selber in Schwierigkeiten sind. Also da vielleicht noch so was Skurriles ist, ich habe das heute gehört, dass es in einigen Kitas, ist es jetzt gang und gäbe, dass es für dieses Personal dazu gehört, die Eltern beim Abholen daran zu erinnern, nicht aufs Smartphone zu gucken, sondern das Kind zu begrüßen. Also das ist wirkt so wie so ein Witz, ja, aber ich glaube, das spielt eine große Rolle. Also wie ist so die Elternfunktion, ja? Also gerade in Frage, wie nehmen Kinder sich wahr, muss ich mich tunen oder nicht? Das sind Beziehungsfragen. Und auch da, also so wie wir sprechende Medizin irgendwie bewahren müssen, müssen wir auch uns als Eltern sprechend bewahren, so in der Richtung. Da gab es ja in Mecklenburg schon die große Kampagne Handys und Kinder, die ja, ich weiß gar nicht, bundesweit, glaube ich, nicht gelaufen ist, leider Gottes. Bin ich jetzt nicht ganz auf dem Stand. Handygarten. Handys in die Handy, in den Handygarten, war das das? Ja, das war das, wo die Kinder auf der Schaukel und die Eltern daneben standen oder mit dem Handy, genau, diese Bilder. Da wir bei den Schlussworten sind, würde ich doch dann auch noch gern Frau Kemmels und Herrn Reuter die Möglichkeit geben für ein Schlusswort. Vielleicht auch mit einer, bevor wir zusammenfassend nochmal sagen, was dann so die wichtigsten Punkte waren, was vielleicht auch manche so mitnehmen hier raus. Aber erstmal Sie beide. Gut, dann überlasse ich Herrn Reuter das absolute Schlusswort, ne? Und kann eigentlich nur sagen, dass ich das habe ich. Das Vorletzte dann. Für diese Vernetzung schon mal ganz herzlich bedanke. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Von daher kann man an der Stelle mal sagen, weiter so, was ja sonst immer eher nicht so positiv gebrandet ist, ne? Aber wir sind auf dem Weg, der richtig ist. Wir haben in Berlin riesige Chancen, weil wir sehr, sehr gut und leicht vernetzbar sind. Und ich hoffe, dass wir vielleicht wirklich solch Aktionsbündnis im nächsten Jahr zusammenkriegen. Ich bin gerne bereit, unsere Ressourcen da zur Verfügung zu stellen, dass wir gleichzeitig an diesem dicken Brett bohren und dann bei diesem wirklich wahnsinnig wichtigen Thema im nächsten Jahr etwas weiterkommen, als wir es in den anderen Jahren zuvor auch schon gekommen sind. Darauf freue ich mich auch sehr, denn es ist wirklich ein Thema, was gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist, neben all den anderen Dingen wie Klimawandel und Ähnlichem. Aber wir müssen auch Sucht, Medikamentenabhängigkeit, riskanten Medikamentenkonsum weiter angehen und den Leuten der Gesellschaft helfen, das zu überwinden. Da sind wir Apothekerinnen gerne bereit, die Apothekerkammer Berlin auch. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank auch an das Engagement von allen, die nicht nur heute hier gesprochen haben, sondern auch ohnehin sich tagtäglich in ihren Berufswelten dafür engagieren. Ein weiter so. Danke, Herr Reuter. Ja, ich wollte schon eben sagen, ich wollte Frau Chemnitz das Vortritt lassen, so Dame vor Herrn, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe nachzudenken. So an konkreten Sachen möchte ich eigentlich nur mal wiederholen, im Sinne von vielleicht wirklich eine Aktionswoche zu dem Thema und vielleicht wirklich, ob sich ARD und ZDF oder einer von beiden wirklich bundesweit mal dazu aufruft. Weil das eine ist, wenn man hier in Berlin ein Süppchen kocht, das hat auch Entscheidungsträger, die dann wirklich bei bestimmten Sachen wenn sich wirklich Dinge verändern sollen, müssen auch Entscheidungen, die halt auch politische oder Verbandsentscheidungen getroffen werden. Und die sind halt, werden einfacher getroffen, wenn mehr Druck da ist. Von daher sehe ich das als eine gute Möglichkeit, auch eine gute Methode und auch Machbarkeit da drin. Und das andere wäre halt für mich wirklich auch über die Schiene Zusammenarbeit mit Verbandsapothekern, und es gibt ja auch Länder oder Kliniken, ich weiß, in Bremen gibt es so, bei den Zentralkliniken in Bremen, da gibt es eine große Abteilung für klinische Pharmakologie, und die machen halt wirklich auch Medikamentenvisiten auf den Stationen, und die gelten auch als besonders kritisch. Vielleicht Herr Kläske hätte die wahrscheinlich noch näher gekannt, und ich habe da einen ehemaligen Studienkollegen, der da sitzt. Das sind sicherlich, und das auch vielleicht noch zu implementieren, um nochmal auf Frau Jüngling zurückzukommen, die Studie, das insbesondere in alten Pflegeheimen einzurichten und dass diese Programme durchaus auch nochmal zu verbreiten, dass es da auch Einsparmöglichkeiten gibt, Einspareffekte, die im Nachgang sind. Und nochmal da, weil ich glaube, dass diese Schiene, also Beendigung oder Eingrenzung und Überprüfung von Polypharmakologie, das ist etwas, was ich sag mal in der Ärzteschaft und auch in der Politik und auch bei Krankenkassen, das sind die ansprechbar.
Das ist eine Sache, wo man, wo Gehör gefunden werden kann. Da muss man ja auch strategisch vorgehen. Hehre Ziele, von denen klar ist, dass es eigentlich keinen interessieren, der Entscheidungen treffen kann, da sollte man vielleicht einfach auch die Kräfte nicht zu sehr dran vergeuden. Von daher sind das mir, erscheint mir das ja jetzt auch aus der Diskussion heraus zwei Punkte, auf die man ein Stück weit hinweisen, hinarbeiten könnte. Mhm. Ja, und ich bedanke mich auch für die rege Teilnahme und dass ich teilnehmen durfte. Ja, vielen Dank auch von uns für diesen Input. Ich gucke auf die Uhr, es ist 15.37 Uhr, wir haben 7 Minuten überzogen. Das heißt, ich würde gerne, um Sie nicht allzu lange noch aufzuhalten, diese Podiumsdiskussion beenden an dieser Stelle.